Servus und willkommen zu einer neuen Folge von Modern Skyblock 3. Ja, ich habe jetzt dann nochmal reingeguckt. Ja, wie es aussieht, ist da irgendein Bug drin, weil normalerweise, ich sehe jetzt nämlich auch die ganzen Projektoren hier, muss man diese Projektoren sozusagen neben das Grafikbook legen und dann bekommt man sozusagen den jeweiligen Teil und dann kann man das Ding auch hinstellen und dann wird es angezeigt. Aber ich kann das nicht umswitchen und ja, das heißt für mich, wir machen es manuell. Genau. So, als allererstes, wir gehen mal hin, du wirst gestoppt, wir gehen nach unten. Das heißt, ich baue das Ding jetzt so auf, dass das nach hinten geht. Das heißt, wir brauchen jetzt diese, wir brauchen jetzt den da, wir brauchen jetzt das da und ich brauche das da. Genau. So, dann heißt das jetzt, ihr kommt hier hin. Ah. Schön. Gefällt mir. Das müsste dann schon so gewesen sein. Da kann ich dich runterziehen. Ja, genau. So, und dann noch ich und ich. Dann haben wir den Layer 2, dann kommst hier hin. Ich glaube, ich habe was vergessen. Ah, nee, das sind dann das die Heavy. Okay. Kommen die hier hin? Dann habe ich jetzt 1, 2, 3. Okay. Da kommst jetzt du. 1, 2, 3 und du 1, 2, 3. Mach mal gucken. Und dann kommen wir jetzt noch wieder. Der kommt jetzt dann dahin. 1, 2, 3, 4. Kommen dahin. Habe ich alles? Glaube schon. Das heißt, ich nehme jetzt mir mein Engineering. Komm. Jawohl. Aha. Fertig. So, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Aber ich muss jetzt da mal was für mich machen. Und zwar Medium Voltage. Das heißt, ich brauche einen MV Wire Connector, im MV Wire Relay und MV Wire Coil. Immersive, bitte. So, das heißt MV Wire Coil da. Das heißt, ich brauche jetzt Elektrum. Das ist ja kein Ding. Das heißt, wir werden jetzt mal beim Clay vorbeimarschieren. Clay. Lassen wir nochmal 8 Stück dann da durchjagen. So, du bist Elektrum. Dann nehme ich da 4. Du bist da weg. Dann machst du mal da Platz. Schau mal, ah, der war sogar noch an. Okay. Dann brennen wir mal schnell das durch hier, dass wir da ein bisschen Terrakotta kriegen.
aus. Das können wir gleich aufräumen. Du kommst da rein, du kommst da rein. Wir brauchen davon 4 Stück. Und einen Stick. Und ich habe mein Wire Coil. Kommst du hier rein? So, jetzt brauche ich dann den nächsten. Das ist Terracotta 4 Stück. Und 2 Stück und 5 Stück Eisen. So, Terracotta, Terracotta. Okay, also das heißt, komm. MV Wire Connector. Kommst dahin. MV Wire Relay. Kommst dahin. Sehr schön. So, dann haben wir jetzt als nächstes High Voltage. Das heißt, ich brauche jetzt HV Wire Coil. Ich brauche HV Wire Relay. Und ich hätte meine Kohle noch abholen sollen. Wo ich schon mal vorbereiten wollte. Freue ich mich, wenn ich die Hühnchen habe. Das war hier. Genau. Dann kann ich nämlich jetzt schon mal wieder da wegen was durchjagen. Dann kann ich wieder wegen Stahl machen. So, 8 mal davon. Heißt, wir schmeißen die hier rein. Und wir schmeißen dich hier rein. Gut, dann kannst du schon mal laufen. Ich müsste eigentlich auch mal schauen, dass ich den Cookofen upgrade, aber glaube nicht, dass ich dann der Strom noch funktionieren würde. Ich habe nur noch 4 Terracotta. Auch aber mindestens 6. Dann machen wir halt nochmal 8. So. Machen wir mal gleich das Stahlkabel. Geht das nicht? Hä? Steel Ingot plus Metal Press? Achso, ja. Ich wieder. So, ausmachen. Diesmal auch dran denken, dass ich es ausgemacht habe. So, dann gehen wir hin, machen hier den da. Da kommst. Halt, das wird jetzt nicht gehen. Was brauche ich für das HV Wire? Aluminium Wire Brano. Habe ich schon. Ja klar, Aluminium habe ich freilich. Wow. Wo kommst denn du schon wieder her? Oh.
So war mein Schwert auf einmal wieder nicht mehr da, wo es hinkert. Mann. Die wollen mich doch ärgern, die Viecher. So, ich wollte Aluminium machen. Ja, genau. Der war mal wieder klasse. Okay. Das läuft. Acht Stück, danke. So, dann haben wir schon mal die ganzen Wire. Okay, dann kommst du dahin, du kommst dahin, du kommst in die Mitte. So, dann haben wir HV-Wire. Perfekt. Da können wir noch das restliche Terrakotta holen. Das wird bestimmt wieder lecken. Ich den jetzt da reinschmeiß. Ja. Wie immer. Weil ich erstmal alles durchrechnen muss. Rechne schneller. Ja. Auf jeden Fall, ich würde gerne halt wirklich jetzt ein bisschen Strom generieren, aber ich brauche halt vor allem, ich will jetzt den Capacitor hier bauen. Dass wir auf jeden Fall auch mehr Strom haben. Ha, da ist er schon durch. Danke. Wie schaut es hier aus? Mach mal. Oh, wieder. Schlimm. Brauche ich jetzt noch das Redstone? Na, ist egal. Den ist mir nochmal holen. Ich habe schon mal gesagt, die Falle arbeitet viel zu gut. So, gehen wir da wegen weg. Wenn ich mir vorstelle, dass ich die noch mal, dass ich die eigentlich noch doppelt so groß machen will. Ja, aber das mache ich dann nur, wenn ich auch ein vernünftiges System dahinter habe, der mir das Zeug dann auch räumt. Also das heißt, entweder muss ich vom Mechanismus die Pipes schon haben, dass das hier alles automatisch reingeht. Oder ich muss ein AE-System dranhängen haben. Eins von beiden. So. Terrakotta habe ich beides mitgenommen. So, dann heißt es jetzt, du kommst dahin. Wire Relay. Auch hier ist Eisen angesagt. Gut. Nee, ist es nicht. Aluminium angesagt. Weil ich mich aber immer gerade dachte, kann nicht sein. So, 3 und 2. Das heißt, du hast HV Wire. Connector. Der hier. Ah, das Relay funktioniert so nicht. Haha, stimmt. Da gibt's dann Terrakotta, da gibt's nur Glas. Brauche ich aber noch mal einen. Hier hin. Dahin. Oh. Brauche ich da spezielles Glas? Bestimmt grünes, oder? Nee, nee, nee. Ich finde es.
Da ist Insulating Glass. Dafür brauche ich Iron Dust oder auch Grün und ich brauche Glas. Davon brauche ich 4 Stück. Schauen wir mal, ob wir da vorne noch alles haben. In der Zentrifuge. Muss ich nur finden. Grinder, Cutting. So. Extraction Drill. Ofen. Eine Zentrifuge? Echt jetzt? Ich glaube, habe ich das komische Ding da noch oben stehen. Das habe ich bestimmt irgendwo aufgeräumt. Ich habe noch keine Ahnung, wo. Lalalala. Auch noch mal dich bitte. Ich brauche noch mal das da. Auch den Squeezer. Der ist hier. Kann ich da auch Eisen reinfüllen? Jo. Hilli. Komm. Immer wieder am Rand entlang hüpfen. Lass mich. Lass. Drücken. Muss ich noch mehr drücken? Noch mehr? Immer noch drücken? Toll. Habe ich jetzt auch gesehen, hier ein Kabel irgendwo rumfliegen. Natürlich nicht. So, gib mir mal bitte einen Hebel. Muss ich hoffen, dass das so funktioniert hat. Dass das sozusagen nicht rausploppt, sondern einfach nur unten drin liegt. Also nochmal. Kloing, kloing, kloing. Mehr hüpfen. Kann ich hüpfen, wie ich will. Bin eine Hupfdohle. Geht nicht. Das will nicht. Gibt's sonst noch irgendeine Möglichkeit? Ah, das geht nur mit Eisenohr und nicht mit Ingot. Ja, da kann ich hier lang rumhüppen. Moment. Im Massive habe ich auch gerade was gelesen. Ja, aber da bräuchte ich den großen Crusher. Oh. So wichtig ist das, glaube ich, gar nicht. Diesmal schmeiße ich dich aber hier rein. Okay. Also halt, wenn ich schon da bin und gleich meine Bienen wieder umstellen. Weil ich möchte dann irgendwann mit dem Züchten anfangen und dafür brauche ich ja Honig.
Also, der hat schon mal, das Bienenhaus hat schon mal nichts rausgedrückt. Der Apiary wenigstens schon mal einen. Das zweite Beehouse hat auch nichts rausgedrückt. Und der zweite Apiary hat auch nichts rausgedrückt. Sind die ersten Bienen, die kein Honig machen. Die sind geizig. Geizige Bienen. So, okay. Dann esse ich mal schnell was. So, dann brauche ich ja jetzt als nächstes noch den. Das kann jetzt dann nur voll in die Büchse gehen. Ja, genau. Das HV Wire Relay brauche ich nämlich auch noch. Für das da. Da habe ich doch einen Grinder. Bin ich blind oder was? Den haben bestimmt schon 1000 Mann gesehen, nur ich nicht. So, Scrap Furnace rein. So, Eisen Nugget kommen hier hin. So, was brauche ich jetzt? Ein Drillbit. Auch ein. Danke. Muss ich voll vorbeigeklickt haben, ich glaub's ja. So, ich brauche noch Glas. Weil das eine wird mir nicht reichen. So, und was habe ich natürlich vergessen? Das Grün mitzunehmen. Ja, ich wieder. Ach, ja. Ja, wir laufen ja gern. Minecraft-Männchen wird auf jeden Fall schlank bleiben, weil was das an Kilometer ra runterrasselt. So. Da haben wir das Grün. So, und jetzt also grün zweimal, ja, also das kommt dahin, das kommt dahin, du kommst dahin und ich habe jetzt mein Insulating Green. Hier. Ja, wirklich nur eins genommen. Danke. Ging es doch noch hin. Brauche auf jeden Fall noch einen Transformator. Das wird auf jeden Fall auch noch, wenn nicht, muss es ja runter und rauf regeln. Sonst wird bestimmt was anders geregelt. So, du kommst weg, dann kommst du jetzt dann dafür hin und ich habe mein HV Wire Relay. Dankeschön. So, nächste Quest ist weg. Hope Crafted. Wo kriege ich jetzt dich her? Da ist es. Das. Okay, das ist dann Coke Dust Industrial Squeezer. To make Hop Graphit mainly need to making graphite electrodes used in the arc furnace. You are going to need a multi-block squeezer. Ja. Herzlichen Dank. So, jetzt muss ich mal gucken, gibt es hier irgendwo, genau, da haben wir hier einen MV-Transformer, einen Transformer.
High Voltage Coil Block. Und du bist MV, okay. Electrum Coil Block, das heißt, ich brauche von dir jetzt 8 Kabel, die ich nicht habe. Dahin und du brauchst in der Mitte was? Eisen. So, Elektrum-Coil-Block habe ich. So, und dann brauchen wir jetzt einen MV, einen LV, einen MV-Wire-Connector. Ein LV und ein MV, dann warst du in der Mitte und 5 Eisen. So, dann haben wir jetzt schon mal den nächsten Transformer. So, okay. Das ist ein normaler Drawer, okay. Dann brauche ich jetzt für den großen, brauche ich jetzt MV und HV und davon brauche ich auch. Das heißt, ich brauche jetzt insgesamt dann 6 Eisen-Ingots. Das ist ja wenigstens noch so weit günstig, dass ich da mehr rauskriege. So, die 4. Das. Ich muss nur trotzdem nochmal Kabel dann machen. Danke. Das dann mal wegnehmen. Ich brauche noch 6. Nicht mehr an. Jetzt wieder an. So, dann kommst du da rein. Kommst du dahin. Dahin. MV, HV. Jawohl. Und dich habe ich auch soweit. Das heißt, ich kann sie schon mal transformieren. Better Coke Production. Ja. Ich wollte eigentlich Öl herstellen, ne? Das so, was brauche ich jetzt dann eigentlich? Ich habe halt deswegen bin ich jetzt auch gerade dabei, das halt ein bisschen hoch zu skalieren. Vom Strom her. So, ich muss jetzt erstmal, also da kommt. Da muss bestimmt der Hebel hin. Genau. Da oben schaut so aus. Ja. Als würde da der Strom rein müssen. Jawohl. Läuft. Und man sieht noch was anderes, was läuft. Ah, okay, da wäre auch noch mal ein Strom. Da wäre auch noch ein Strom. Muss ich mal schnell was anderes gucken. Also Strom ist ja alles gut.
Aber bin ich blind? Nee. Bin ich blind. Das da. Den kann ich noch nicht bauen. Der ist noch nicht freigeschalten. Sechs Stück und zwei Stück. Weiß nicht, ob das so einfach geht. Ausziehen. Dieser Kiste und der Flutpipe raus. Ist der Rain Tank, der interessiert mich nicht. Das ist der einzige, den wo ich glaube ich mir leisten kann. Und ob der funktioniert, keine Ahnung. Du kommst dahin, du kommst dahin, dann habe ich meine zwei, dann habe ich meinen stationären Tank. Jetzt machen wir mal das damit. Brauche ich jetzt dann da eine Pumpe? Oder brauche ich einen Tank dran, dass der überhaupt was macht? Man wird sehen. Oh, wir legen uns schnell hin. Capacitor. Verdammt. Massive. So, das heißt jetzt, ich werde jetzt dich. Du bist jetzt der normale Transformer. Krieg ich gar nicht erst da ran. Jetzt schauen wir mal, das funktioniert. So. Habe ich irgendwas dabei zum Hochstecken? Ja, Terrakotta. Leider nicht. Tue ich mal das da weg. Einen habe ich auf jeden Fall. Wenn ich jetzt nicht daher baue, kann ich dann den normalen Transformer dranhängen? Dann kommt der heißt jetzt, du kommst dann von hier nach hier.
So, von da nach da geht nicht. Wir probieren es nochmal. Kann ich dich von hier nach hier verlegen? Von hier nach hier? Jawohl, das geht. Kann ich jetzt sagen, ich möchte dich von da nach da haben? Kabel ist auf jeden Fall. Ah ja, es geht. Das Kabel ist verschwunden. So, jetzt muss ich dich. Schließe ich dich mal hier an. Jetzt muss ich gucken, ob das so funktioniert. Kann ich von. Nein, das kann ich nicht. Aber ich kann dich auf. Nee, kann ich nicht. So, Terrakotta, das heißt auch dich. Und ich glaube, Kupfer war der LV. So. Kann ich dich auf den da legen. Oder auch nicht. Weil er sagt, er ist zu. Okay. Wenn ich jetzt den Hammer nehme, Hammer. Hammer da, oder was? Doch, da. Ging da nicht mal früher Arme dran? Ah, vielleicht nicht, weil der Trafo dann schon dranhängt. So. Ah! Das war nur ein Upgrade-Fehler. Ich habe zwei Kabel, es müsste reichen. Gut. So, dann heißt es jetzt. Kommst du dahin? Wenn ich dich jetzt runter mache, gehst du oder gehst du nicht? Nope. Okay, also dann gehst jetzt du dann daher. Dann bist du so eingestellt. Also du gehst von hier nach hier. Und ein Kabel ist irgendwie nicht da. Ah, doch, das ist hier. So, dann gehst du von hier nach hier und du gehst von hier nach da. Ah, ich muss auf. Ah, ich darf nicht da drauf klicken, ich muss da drauf klicken. Alles klar. So, genau. Dann haben wir jetzt schon mal den da und der lädt jetzt komplett auf. Problem ist nur, wenn ich einen Abschlag, fällt das mir jedes Mal runter. Ist egal. Kann man sich dran gewöhnen.
will nur wissen, ob Öl fließt. Mehr will ich gar nicht wissen. Gerade. Der Tank füllt sich. Wir haben unsere ersten 1000 Millibucket Öl. Yippie! So. Da braucht 1000 Millibucket Öl. Schauen wir mal, ob er das schnallt. Ja, hat er geschnallt. Yay! So, und jetzt brauche ich Diesel. Das heißt, ich muss jetzt einen Destillation Tower bauen. It will turn into diesel and you get bitumen as a byproduct. Genau, und das Zeug brauchen wir. Das heißt, wir werden beim nächsten Mal anfangen, den Destillation Tower zu bauen. Um Diesel zu erzeugen. Also um Diesel zu kriegen. Und dann irgendwann werden wir einen Generator bauen, um das Diesel auch wieder zu verbraten. Das wird spannend. So, das heißt, du bist aber schon wieder leer. So. Du hast 470 drin. Jetzt ist das schon mal. Ich möchte mal noch schnell gucken. Und zwar ein MV-Capacitor. Ich bin doch so, ich glaube doch hier sowieso. Ich habe doch hier Holz dabei, ne? Genau. So. Was brauche ich dafür? Lead. Ich hätte jetzt einfach eiskalt gesagt, den Baum jetzt noch. Einfach nur zu sehen. Ob es geht, wie es geht, warum es geht. So, machen wir dann mal was. Danke. Das heißt, du und du kommst dahin. Hier stelle ich mal neben die Kiste, statt in die Kiste. So, da kommst du dahin. Dann brauche ich jetzt noch 1, 2, 3 und 1. 1, 2, 3 und ich habe 4. Ja. Auch wieder sowas, was ich in 100 Jahren nicht begreife. So, was brauche ich noch? Zweimal Elektrum. Gut, kann ich mein Eisen wieder abgeben? Danke. Ich klicke einmal drauf, krieg 2. So, das heißt, ich habe jetzt einen MV-Capacitor. Okay, dann heißt es jetzt, du kommst dahin. Und der LV kommt jetzt dahin. Dann tue ich auch den da umswitchen. So, dann habe ich ja meinen LV-Connector. Den klemme ich da dran. Jetzt muss ich hoffen, dass ich noch einen MV habe. Jawohl, habe ich auch. Was ich halt nicht weiß, ob das geht. Das will man jetzt aber testen. Dumm. So. Klack, 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 klack. Aufräumen, aufräumen. Einen. Wenn jetzt ich da drauf drücke. Ich habe da eine Vermutung. So. So, MV-Relay. Brauche ich bitte.
bitte nochmal ein Kabel. Kann ich dich jetzt von hier nach hier klicken? Und warum nicht? Oder muss ich jetzt da dann wirklich oben treffen? Geht, aber da kommt nichts an. Ja. Das mache ich natürlich wieder den Blödsinn. Wenn ich jetzt hier den Transformer hinstelle. Einfach mal hier den Transformer. So, dann gehe ich jetzt mit dem Teil dahin und dahin. Gehen wir wieder aus dem Junk raus. Kommen wieder rein. Hä? Das Update-Problem gerade wieder. Ja, ich sehe ja schon, dass er mir ihn anzeigt, aber ich sehe ihn halt nicht. Juhu. Okay. Also. Würde das jetzt funktionieren oder nicht? Kann ich dich überhaupt drehen? Kann ich dich so an? Ja. Kann ich dich jetzt sagen, ich möchte von hier nach hier? Ja. Kann ich sagen, ich möchte von hier nach hier? Nein. Das heißt, es ist, genau. Gut, das geht. Kann ich jetzt sagen, ich möchte, ja, das geht auch. Hervorragend. Sehr schön. Es werden beide geladen. Ja, das wollten wir noch erreichen. Und schaut mal, der Post ist jetzt auch da. So, alles aufräumen. Ist auch weg. Das weg, das weg, das weg. Die Laternen schmeißen wir hier auch noch rein. Ja, das heißt jetzt also, der da oben produziert jetzt genügend Strom. Dass jetzt der hier und der hier geladen werden. So, was ich jetzt auf jeden Fall mache, ist dann hier noch ein Ausgang und hier ein Ausgang. Und ich brauche, schauen wir mal, kriege ich es noch hin? Also davon brauche ich einen. Eins. Also ich kann nicht mehr leichter klicken als gerade. Davon brauche ich drei. Davon brauche ich einen. Davon brauche ich zwei. So, du kommst dahin. Davon brauche ich zwei. Du kommst dahin. Du kommst dahin. Blei. Jawohl. So. Dann mache ich dich mal hier hin. Dann heißt es, du hast hier deinen Eingang. Au! So. Genau. Das heißt,
Der ist voll. Kann doch keiner erklären, dass der jetzt nicht voll war. Ach so. Nee, der ist so langsam. Okay. Ist egal. So. Was brauche ich noch schnell für dich? Redstone und Kupfer. Okay. Also, für dich brauche ich jetzt fast dasselbe. Brauche ein Redstone. Ein Kupfer. Zwei Eisen. Ein Blei. Davon zwei. Also. Das da, das da. Das da. Das da. Das da. Das da. Da dann Eingang. So, dann kann ich die jetzt nämlich ganz normal stehen lassen und kann mit denen hier arbeiten. Das heißt, ich schlage jetzt den weg, kann den vortragen oder ich schlage den weg und kann den anderen vortragen. Und der kann auch die ganze Zeit Strom generieren, wenn ich dann hier rumstehe. Das ist doch auch immer was Feines. So, dann legen wir uns hin. Ja, mein Männchen macht eine gute Nacht und ist auch wieder guten Morgen. Und ja, wenn ihr Fragen, Anregungen habt, wie immer damit in die Kommentare. Und wir sehen uns wieder das nächste Mal. Bis dahin. Ciao, ciao.